Der Tag hat schon mal extrem gut begonnen und so soll es weitergehen mit einem 4:1, fast 5:0. Aber ein doofer Fehler ist mir passiert. 780 Siege, 1400 Kämpfe, das ist mal ein schöner Meilenstein. 620 Niederlagen nur im Vergleich zu 780, das ist schon fein. Ich bin bei 2773. Ja, und wir gehen mit einem Premium-Pass hinein, dass wir eventuell auch die Belohnung erhalten. Das Team, noch die schöne Cressy-Tina-Kombination mit Slymog am Ende. Cressy-Tina-Mog. Ja, genau, man nennt seine Teams jetzt einfach nur mit ein paar Buchstaben aus jedem Pokémon. Zum Beispiel Sumpinaflor. Warum sollte man alle drei Pokémon-Namen komplett ausschreiben? Aber genug rumgealbert, denn hier ist definitiv nicht mit Jessica Alba zu spaßen, weil es hier Schlag auf Schlag geht bei den Kämpfen. Oder wie der Kommentator in Pokémon Stadium noch immer sagt, die Kontrahenten schenken sich wirklich nichts. Bei dir geht irgendwas schief. Die Haare, die schauen aus der Kappe raus, aus der Mütze raus und aus dem Hoodie. Cresselia gegen Arctos. Gefällt mir nur gut, wenn du den ersten nicht schildest. Ich hoffe, das ist der Fall. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Arctos erlebt gegen Cresselia, welches rauswechselt. Und ich versuche es trotzdem direkt am Anfang, aber die gehen alle sofort. Sollte, denke ich mal, klar sein. Bitte schilde nicht. Auch wenn der jetzt schon einmal abgeschwächt ist, der Seher. Bitte schilde nicht und ich weiß, dass ich gerade, ja danke, einen Bubble verpasst habe. Danke. Jetzt habe ich die Führung gewonnen. Also auf meine Art und Weise, so wie ich das gerne haben möchte. Das ist ideal. Das ist wirklich ideal, denn wenn du jetzt einen Schild ausgeben musst, dann dafür noch viel geringeren Schaden. Und das gefällt mir. Und kurz vor knapp kommt dann eventuell Giratina rein. Und der erledigt das mit Feuerodem. Na so, ich tanke mir einmal für Seher an. Warte noch. Okay, hab's nicht ganz geschafft. Aber wir wissen. Moment, aber ich muss mir ganz antanken. Ich muss noch ein, zweimal die Sofortattacke. So, jetzt rüber mit Feuerodem schaffe ich, ohne dass Arctos noch eine Ladeattacke schafft. Perfekt, das ist immer so. Jetzt hat er natürlich den Vorteil, er kann reinwechseln, ohne dass ich rauswechseln kann. Giratina-Konter wirst du aber eventuell nicht mehr haben, weil Arctos ist der Giratina-Konter. Und wir haben auch ein Cresselia. Okay, na schön. Die sehe ich gar nicht so häufig. Na und ich kämpfe auch gerne mal gegen die. Gut. Wenn ich schilden möchte, dann auf jeden Fall. Da muss ich nicht irgendwie Attacken zählen oder überlegen. Ach, du hast sogar Konfusion. Das ist ja viel besser für mich. Weil du so selten zu Ladeattacken kommst und dann schilde ich. Ich kenne deine Attacken nicht, aber entweder Eisstrahl oder Mondgewalt hat jeder, wenn man zwei Attacken hat. Und ganz ehrlich, also das soll sich nicht doof anhören oder irgendwie abgehoben, aber in dem Bereich, wo ich spiele, da hat jeder zwei Attacken. Wirklich, da kommt man ansonsten anders gar nicht mehr hin. So, und wie machen wir das? Ich farme, boah, ich hab's geschafft runter zu farmen. Ich glaube, jetzt hätte mein Gegner eventuell schon, das ist das letzte Pokémon. Mein Gegner eventuell schon hier die Attacke ready gehabt. Du schildest nicht, weil du willst dir die Schilde für mein Cresselia aufheben. Kann ich voll und ganz für, ach so, Moment mal, für Seher willst du die, mein Cresselia ist ja schon fast kaputt. Okay, jetzt muss ich aber hier mal ein bisschen mitdenken, was ich da auch so mache. Da kommt jetzt der Schild. Oh, das wird noch eng. Aber farmen kannst du nicht. Ich hoffe, du glaubst, dass du farmen kannst. Nein, aber Moment mal. Ich würde noch zu Seher kommen, aber egal. Nein, 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 das machen wir hier nicht. Na so, jetzt ist die Sache. Er kennt mein letztes Pokémon noch nicht. Was sowieso egal ist, aber ich überlege hier nur gerade. Oh, wie mache ich das? Wie mache ich das? Ach, ich kann nicht wechseln. Nein. Ich kann nicht wechseln. Ich muss einfach nur kurz überlegen. Selbst ein Erdbeben macht mich nicht kaputt. Ich schilde noch nicht. Es ist Erdbeben. Oh mein Gott.
Oh, ich habe schon lange kein Erdbeben bei Alola Slimog reingedrückt bekommen. Okay, Moment, diesen Kampf müssen wir im Nachhinein nochmal analysieren. Oh, das war doof. Das war wirklich doof. Aber ich glaube, das war die sicherere Variante, muss ich ehrlich sagen. Dass ich mir den Schild für Giratina aufhebe. Und vor allem, weil Erdbeben, nach Erdbeben wusste ich ja dann, okay, jetzt hast du ordentlich Energie ausgegeben. Oh, das war... Ja, man hat da nur 5 bis 10 Sekunden Zeit und muss sich im Grunde das komplett durchrechnen. Es ist wirklich also, wer gut rechnen kann, beziehungsweise die ganzen Sachen, die Möglichkeiten, die ganzen Kampfausgänge, wer sich das im Kopf schnell ausrechnen kann. Mit ausrechnen meine ich nicht genau die KP auf den Punkt, aber so in etwa zumindest. Wenn man den Schild hier ausgibt, wie viel Energie könnte der Gegner noch haben und dies und das und Ananas, das ist uncool. Das ist wirklich uncool. Und ich, normalerweise bin ich ja gerne einer, der sagt, ich farme mir hier noch Energie an, aber in dem Fall macht sogar die Sofortattacke echt ordentlichen Schaden. Ich hätte versuchen können, Body Slam abzufangen, aber das ist hier mittlerweile so schwer und vor allem in der Hyperliga irgendwie. Da muss man nicht sofort die Attacken einsetzen. Wutanfall würde mich ärgern. Erdbeben nehme ich voll und ganz in Kauf. Und es ist ein Erdbeben. Das macht nichts. Das geht in Ordnung. Der Wutanfall hätte ich tatsächlich tragischer gefunden. Und das Gute ist nämlich, du müsstest jetzt nochmal Erdbeben einsetzen, weil Body Slam macht wirklich fast gar nichts. Und jeder hat Body Slam, wenn du eventuell noch Kraftkoloss hast oder so. Aber jeder nimmt sich Body Slam mit. Also, und wir versuchen sogar runter zu farmen, denn Body Slam macht, wie gesagt, oder du hast Erdbeben. Body Slam, genau. Ich versuche zu farmen und danach gehe ich direkt auf, obwohl ich Schattenstoß auch habe. Ich glaube, ist so ein bisschen ein Ratespiel, ich gehe direkt Drachenklaue. Na komm, mach hinne. Mach hinne, Drachenklaue und gegen ein Giratina. Ah! Wäre egal, aber ich glaube, Drachenklaue macht trotzdem mehr Schaden pro Energie. Und ich wechsle aber nicht raus jetzt, genau. Ich habe nur noch ein KP. Wenn ich auf Slimog gehe, dann kennt er schon mein gesamtes Team, aber ich gehe trotzdem auf Slimog. Das ist die Geistvariante. Das ist gut für mich. Ich muss nur aufpassen, genau, nicht, dass ich hier die falsche Attacke einsetze. Das ist ideal. Das ist wirklich ideal, denn wenn du Registeel hast, brauche ich Slimog. Da komme ich mit Cresselia nicht weit, weil das alles nicht sehr effektiv ist. Jetzt ist nur die Sache, ich würde gerne schilden, und zwar den Fokusstoß. Aber wenn ich den ersten nicht schilde, und das ist Lichtkanone, kommen sowieso nur Lichtkanonen rein. Ich investiere hier beide Schilde vermutlich. Eventuell kurz vor knapp, dass ich noch rüberwechsle. Na, schade. Dass ich rüberwechsle, wenn ich ein... Weil gegen Giratina brauche ich dann die Schilde nicht mehr wirklich. Eine finster Aura ready haben. Gegen Giratina noch. Und dann rüberwechseln. Das wäre perfekt. So, bitte nicht. Immer wenn das passiert, dann könnte es sein, dass die Ladeattacke nicht gezählt hat. Sehr schön, sie hat gezählt. Und ich investiere noch einen Schild. Wieder für die Lichtkanone, aber das passt auch. So leid es mir tut. Und... komm, mach weiter hier. Und jetzt gehe ich rüber, denn mein Cresselia sollte noch relativ voll sein. Relaxo hat ein bisschen Arbeit geleistet. Und das macht... Nein, du hast schon eingelocht. Nein, ich wollte gerade rüber. Ach, komm schon. Hättest du nicht noch eine Sekunde warten können? Jetzt kommt natürlich der Fokusstoß. Na gut. Nein, ich hab gekocht, das ist... Nein, jetzt habe ich verloren. Jetzt habe ich verloren. Bitter. Wirklich, wirklich bitter. Ach, komm schon. Eieieiei. Weil die sofort... Ich habe noch eine Sofortattacke auch bei Alola Slimog gedrückt und dadurch hat das Wechseln dann so lange gedauert. Antikkraft, oh mein Gott, du spielst auf dem Boost und hast nicht mal Schattenstoß. Ja, das ist fein. So, Moment mal. Eine Mondgewalt macht die Hälfte deiner KP in etwa.
Jetzt sogar Drachenklaue. So. Na und bisschen extra farmen und nicht noch eine extra. Nein, bitte, die Attacke hätte nicht sein müssen. Eine Psychoklinge weniger von mir. Ah, das war ungemütlich jetzt. Jetzt bin ich leider schon zu weit unten, glaube ich. Da reicht eine Lichtkanone, ein bisschen Zielschuss. Ah. Wie viel Energie habe ich? Ein Seher muss da rein. Ein Seher muss hier rein. Ach, ich habe noch Alola Slimog. Stimmt. Stimmt, die Zeit läuft ab und ich werde gewinnen. Ja, lass dir nur Zeit. Komm nicht rein, das passt schon. Ich gewinne nämlich. Die Zeit ist abgelaufen. Ah, du warst schon im Roten. Hm, das hätte ich eventuell auch so gewonnen. Aber wenn die Zeit abläuft, gewinnt der, der mehr Pokémon hat. Wenn beide gleich viele Pokémon haben, dann wird nach den KP gerechnet. Sehr schön. Ich liebe dieses Team. Es ist komplett Meta und jeder hasst die Pokémon, aber die Komposition, die Zusammenstellung dieser Rezeptur ist einfach einzigartig. Ich finde das, also ich komme gegen alles an, sogar gegen Registeel. Nur nicht gegen Tangulist, aber ich bleibe da jetzt drin, ist mir völlig egal. Und ja, wohl auf der anderen Seite, nein. Ja, das ist echt doof. Ich hasse Tangulist. Tangulist gegen mein Team. Aber du hast beide deine Attacken sind nicht effektiv gegen mich. Ja, auf Giratina hätte ich auch nicht drüber wechseln können. Aber ich bin froh. Ich bin echt froh, dass du hier Energie ausgibst. Für sowas. Das ist ideal. Auch wenn Laubklinge wenig Energie benötigt bei Tangulist. Ich weiß schon, Mondgewalt ist effektiv gegen Tangulist. Aber bis ich Mondgewalt aufgeladen habe, kommen da so viele Schmarotzer reingedrückt. So, du schildest direkt, dann pumpe ich hier auch zwei Schilde rein, auch wenn es Aquahobbitzen sind, ist mir egal. Ich pumpe hier zwei Schilde rein und wechsle dann sogar und hebe mir Alola Slimog dann noch gegen Tangulist auf. So. Ja, das ist wohl der Plan. Obwohl ich da eine Schlammwoge benötigen würde. Okay, jetzt kann ich schilden und dann geht es rüber. Na, auf. Ich will aber noch eine Sofortattacke. Na, rüber auf mein eigenes Giratina. Eine Finsteraura ist zur Hälfte aufgeladen. Okay, nicht zu gierig sein. Nein, das gibt's ja wohl nicht. Das ist so doof. Ich hasse es. Ich habe noch gesehen, okay, du lädst noch weiter auf, offenbar. Offensichtlich kommst du noch nicht zu Erdbeben. Na, und dann drücke ich. Jetzt hätte ich natürlich nicht die Attacke eingesetzt. Ach, geh doch weg hier. Hier ein bisschen füttern, das Giratina. Ah. Oh. Selbst das wird dich... Nein, das KO't dich nicht. Sehr schön. Da kann ich noch ein bisschen Energie ansammeln. Oh, sowas ist natürlich ganz böse. Okay, werden wir Tangulist sehen und direkt ein Schmarotzer. Natürlich, komm schon. Wir wissen es doch beide. Wir wissen doch beide, was hier jetzt abgehen wird. Und ich komme nicht mal zur Attacke. Ich habe keine Schilde mehr und da kann mir jetzt Schmarotzer reindrücken. Ohne Ende, ganz gemütlich, locker, flockig vom Hocker. Und egal zu was ich komme, zu Mondgewalt oder zu Schlammwoge, du schildest. Oh, wie kann ich das nur anstellen? Wie kann ich das nur anstellen? Ich gehe nicht auf den Shieldbait, ich gehe direkt auf Schlammwoge und hoffe, dass du vermutest, dass ich den Shieldbait mache. Komm bitte. Bitte, bitte, bitte. Ja, moin! Quaporate ist der Chef, ich zerfetze dich jetzt mit dem Blubber gefickt, ich bin deckt als echt. Okay. Man kann auch mal ein kleines bisschen Glück haben. Du schildest jetzt hier, würde ich einfach mal behaupten. Oh, alles klärchen. Aber Jirachi bekomme ich auch nicht down. Komm, bitte schilde. Bitte schilde das, ansonsten hätte ich eher Mondgewalt einsetzen sollen. Auch wenn beides relativ wenig. Nein, du schildest nicht. Aber irgendwann musst du schilden. Ich glaube, ich bleibe einfach bei Seher. Wenn ich jetzt... Ich meine, der Energieunterschied ist fast nicht vorhanden. Gegnerische Attacke. Und ich kann es auch nicht einschätzen vom Schaden her. Aber Psychostahl, sowohl Stahl als auch Psycho, haben eine Resistenz gegen Psycho. Und bei Fee ist es nur Stahl zumindest. Ja, ist schon ein bisschen mehr Schaden, aber... so, boah, ich würde gern wechseln können. Schade. Bisschen mehr Schaden, aber ich benötige auch mehr Energie. Und Seher hat eben noch den Step. Also es kommt vermutlich fast aufs selbe raus. So. Und. So, okay. Finsteraura rein damit.
Stimmt, dafür hebst du dir den Schild auf, sollte klar sein. Ja, das kann ich, glaube ich, sowieso nicht mehr gewinnen. Das kann ich nicht mehr gewinnen. Ich hätte noch eine Sofortattacke bei Alola Slymog mehr benötigt, aber da muss ich wirklich sagen, da bin ich noch gut rumgekommen, obwohl... Oh, ich hätte Mondgewalt auch ready gehabt. Nein. Also es benötigt mehr Energie, aber manchmal nimmt sich das nichts. Oh. Oh. Was? Was? Bruder, was ist da los? Hä? War das gerade... Hallo, nimmt das noch auf? Sind wir live? Ja gut, ich meine, hab ich gesagt, dass das Team gegen alles gewinnt? Ja gut, das hab ich, aber... hab ich gesagt, dass ich, Cressina Mog liebe? Oder wie habe ich das Team genannt? Cretina Mog, Cresseni... Man kann es irgendwie nennen. Oh, das war ja gerade mal echt genial. Oh, holla die Waldfee. Aber Jirachi hat auch einiges zu sagen gegen mein Team. Wenn mein Slymog... Oh, aber Tangolist. Tangolist ist wirklich nervig. Okay, Garados, da bleiben wir drin. Na, und ich erwarte von meinem Gegner mindestens einen Schild. Wir bekommen, glaube ich, gleichzeitig dazu. Na, und du hast die Charge Move Priority. Ich nehme mal einen Knirscher. Eine Kresele hält so viel aus. Ich hoffe, ich habe schon drauf gedrückt und eingelocht und nicht, dass du jetzt hier rauswechseln kannst. Okay. So, also wir kommen, wie gesagt, gleichzeitig und du kannst leider vor mir anfangen. Was natürlich ein riesiger Nachteil ist hier. Und es war klar, dass du... Ich hoffe, du wechselst nicht raus. Ich drücke auch sofort. Ah! Aha! Bei der zweiten Ladeattacke komme ich dann vorher dran. Oder du wolltest nicht sofort, sondern dir noch ein bisschen Energie ansparen. Boah, beide Schilde gleich weg. Also, ich Schilde. Cresselia muss ich mir aufheben. Vor allem, wenn der Kollege offenbar irgendwie komplett keine Antwort hat. Und auch wenn ihr jetzt vielleicht denkt... Yo, Schilling, bist du von alle guten Geister verlassen? Was ist da los mit dir? Dann gehe ich hier trotzdem in dieses Matchup rein. Denn Slymog ist gegen so ein schnelles Garados von den Sofortattacken und so. Ich weiß nicht. Das mag ich nicht so. Und ich hoffe, ich schaff's noch vor der... Ah, ultra knapp, ultra knapp, ultra knapp. Und ich schilde, denn ich hoffe, dass... Garados mit Knirscher und so ist dein Giratina-Counter und du hast dann nichts mehr so krasses und eher nur neutrale Sachen, aber schauen wir mal. Wenn jetzt dein Champo... Oh, der Schild war doof. Dieser Schild war dann leider doof und Cresselia kann ich gegen dich auf jeden Fall nicht ausspielen. Ah, ich würde gerne wechseln können. Eine Finsteraura macht mich kaputt. Ich komme nicht mehr zum Wechseln. Kommt Drachenklaue, schade. Eine knappe Angelegenheit. Okay, was ich mache... nein, die Sofortattacken machen auch zu viel. Was ich machen könnte, Cresselia rüberwechseln und dann schon ein bisschen Energie ansammeln, aber nö. Nö, nö, nö. Du hast keine Schilde mehr. Und okay, wir haben wieder Sumpex. Einmal setze ich hier die Attacke ein. Oh, wie machen wir das jetzt? Ich wechsle... Oh, bitte noch kein Erdbeben, bitte nicht. Ich habe schon auf Wechseln gedrückt wieder und das wäre wieder eine Sofortattacke. Oh, danke. Ey, ich habe doch keine Schilde mehr. So, ich muss Schlammwoge auftanken, genau, denn eine Schlammwoge reicht gegen dich. So, jetzt haben wir hier eine Aquabitze, die... Ah, die, na, das schaffe ich, das ist egal, wie man es dreht oder wendet, das ist nicht mehr drin. Oder ich müsste zu sehr kommen und das schaffe ich nicht. Nein, und jetzt hat er sogar hier noch aufgeladen. Ich muss sofort auf Finster. Aura, bitte sag nicht, du kommst vor mir dran. Okay, danke schön. Du hast offenbar noch keine Ladeattacke ready. Ja, eine Finsteraura reicht gegen das Slymog leider nicht. Ich glaube, ich müsste Schlammwoge. Oder ich versuche es mit Finsteraura, weil Schlammwoge... So, du hast... Okay, du ballerst direkt bitte Finsteraura. Ich hoffe, du weißt nicht so, dass Finsteraura noch nicht reicht. Okay, Schlammwoge, ja. Oh, wow, nicht mal das reicht noch. Ich versuche es noch mit Finsteraura, es wird nicht klappen. Schlammwoge, dann wäre ich bei der nächsten Sofortattacke kaputt gewesen. Ah, bitte, das war ja mal ultra knapp.
Das war wirklich ultra knapp. Schade, schade. Schoko zu der Lade. Aber man sieht hier wirklich, alle von diesen Kämpfen sind so knapp. Die Niederlagen, die Siege teilweise. Aber man kann sich noch... Oh, was ist mit meinem Sessel hier jetzt los? Weil ich vorhin so ausgerastet bin. Man kann sich noch gut retten aus vielen Situationen. Ich muss sagen, die Führung war vorhin wieder nicht. Also Gyarados gegen mich. Ich bin neutral und Gyarados ist effektiv mit Knirscher. Da habe ich wieder rumgerissen, fast. Obwohl ich die Führung am Anfang nicht hatte. So. Ich würde da auch immer gerne sofort direkt drauf gehen auf die Attacke, aber ich habe immer die Angst, dass sie rauswechseln und wir kommen immer gleichzeitig zu Loe Kanonade und Seher. Bleibst du drin? Okay, du bleibst drin. Dann komme ich jetzt hier. Oh nein. Aber ich vermute sogar den Ladeattacken-Gleichstand würdest du gewinnen. Ja, und du gehst wieder auf Schilde. Dadurch muss ich dann auch einen Schild einsetzen, beziehungsweise ist mir egal. Ah, warum nicht Loe Kanonade? Nein. Ich hätte gedacht, du kommst jetzt mit der Loe-Kanonade um die Ecke. Aber ein Cedra-King so spät reinholen, vor allem wenn ich Feuer-Odem habe, was du vielleicht nicht sofort gesehen hast. Prost Mahlzeit, Kollege. Das mache ich jetzt mit Sofortattacken, glaube ich. Ja, das mache ich mit Sofortattacken. Wenn du zur Attacke kommst, chill ich. Das ist Wutanfall. Kein Ding für einen King. Wäre relativ doof, wenn das jetzt Hydropumpe oder so ist. Octazooka, ich nehme alles zurück. Es tut mir wirklich leid und mein Angriff sinkt dadurch und ich kann nicht rauswechseln. Ich gehe sofort auf Drachenklaue. Erwarte nämlich das Glurak, welches mir vielleicht eine Drachenklaue selbst reindrücken möchte. Aber... Oh. Boah, wie wenig das jetzt macht. So, noch einmal Drachenklaue, um Zeit zu schinden. Und dann geht es nämlich rüber auf Cresselia und sofort auf die Ladeattacke hämmern. Und... Komm, 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 Zeit, Zeit, Zeit. Ja... Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und auf Wiedersehen. Beziehungsweise Schild. Genau. Du machst Flora-Statue, schilde ich nicht, denn du kommst zuerst zu noch einer Flora-Statue. Das geht in Ordnung. Und jetzt muss ich überlegen. Wie? Oh. Ich war dann noch gar nicht kaputt. Jetzt muss ich überlegen, du bist hier drin gefangen, aber die Loe-Kanonade, die drückt echt so krass rein. Macht nichts. Also, ich muss nur überlegen, ich muss den nicht schilden, auch wenn die viel Schaden macht. Viel neutralen Schaden, wenn es eine Drache, das ist eine Drachenklaue. Du Gieriger, du bist ja richtig gierig. Denkst du, ich schilde jeden Schwachsinn, oder was? Okay. Yo, yo, yo. Das ist jetzt die Loe-Kanonade. Aber ich komme noch zur Finsteraura, Kollege. Verstehst du? Na, oder verstehst du nicht? Okay. Und ab dafür. Rüber da. Und das sollte klar gehen. Flora-Statue. Schilde ich jetzt, du hast sowieso nur noch dieses Pokémon. Und auch wenn Flora-Statue nicht sehr effektiv ist gegen mein... Giratina drückt das trotzdem so viel Schaden rein. So. Das wird noch eng. Das wird noch eng, weil Bisaflor erreicht definitiv noch eine Flora-Statue. Oder nicht definitiv, aber doch eventuell ganz knapp. Oh, ich unterschätze manchmal Feuer-Odem. Richtig genial. Was ist denn da los? Ich werde die 2800 jetzt knacken. Oder ich weiß nicht. Moment mal, wie viel habe ich? Ich weiß es nicht auswendig. Okay, das war ein schönes Set. Endlich. Auch im Video, nicht immer nur außerhalb der Videos. Wir haben eine Belohnung Nummer 1, nämlich eine Lade-TM, gemeinsam mit 5 Lade-TMs, 2500 Sternenstaub und ein Pokémon, nämlich Serpifeu. Ich hatte eine Zeit lang die Otero-Plage, nicht böse gemeint Otero, ich habe jetzt ein 100 ausgebrütet und nun Serpifeu. Hörst du auf zu hüpfen? Ich meine, ja, du freust dich, weil ich hier 4-1 gegangen bin. Heute 8-2. Das war mein zweites Set des Tages. Mein erstes war auch 4-1. Hammermäßig. Wirklich, ich bin völlig weg vom Fenster mit diesem Team. Ja, kann man nichts anderes sagen. Die Zusammenstellung... Jetzt ist aber mal... So, du nervst. Was machen wir hier? So bleibst du nämlich drin. Was soll das? Jedes Mal Superball, Curveball, großartig rein und dann... Jo, willst du mich auf den Arm nehmen? Das ist ein Serpifeu.
Level 20 oder was sind die hier, die Begegnungen? Okay. Nein, tut mir leid, aber jetzt gibt's das Notfallspaket. Das kann ja wohl echt nicht sein. Verzieh dich dorthin, wo du hergekommen bist. Ey, und man kann nicht mal weiterkämpfen, wenn man das Ding nicht fängt. Heieieiei. Ich hoffe, das wird noch geändert irgendwann, weil manche Leute haben da echte Probleme mit Demeteros und ihrem Ballmangel. Also, wir wollen wissen, ob ich aufsteige. Also, klar steige ich auf. Bei immer bei 3-2 oder höher. Okay, mir fehlen 27 Punkte, dass ich die 2-8er-Grenze erreiche. Und ich bekomme vermutlich so genau 27 dazu. Ja, 29. Also habe ich wohl ein paar Mal gegen Rang höhere gewonnen. Ansonsten immer im Durchschnitt 9 Punkte pro Sieg, den man mehr hat, bekommt man dazu. Beziehungsweise pro Niederlage, die man mehr hat, verliert man 9 Punkte. Ja, Hammer. Sorry, ich habe gerade echt oft Hammer gesagt. Bedanke mich fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.